Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lego City Undercover. Chase, wo sind deine Haare? Setz sofort wieder den Helm auf. Bitte, Chase. Bitte. Ich kann dich nicht mit Glatze sehen, Chase. Verdammt Scheiße. So. Ja, wir wollen weiter nochmal in Missionen rein. Im letzten Part haben wir schon zwei gemacht. Zwei, die relativ am Anfang kamen. Das heißt, wir haben schon mal zwei richtig schlimme Missionen weg. Das ist ja schon mal gut. Was haben wir denn hier sonst noch so auf der Map? So, das war die, die wir im letzten Part gemacht haben, ne? Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel noch eine. Ich habe auf Starten gedrückt. Dankeschön. Aufgabe beginnen. Verkleidung brauche ich nicht wechseln, habe ich alles passend. Ich habe absolut keine Ahnung, welche Mission das gerade ist. Störendes Verhalten. Ach so, das war schon die, war das die letzte? Oder die vorletzte Mission? Ich weiß gerade nicht. Ja, geil. Oh, meine Fresse. Aber mir geht's ja schon wieder besser, Leute. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Husten, aber... Gott. Mein Handy hab ich hier. Egal. Egal, egal, egal. Alles gut, brauchen wir nicht sehen. Alles gut. Immer mit ihrem Laden, ey. So, uns fehlt hier, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ja, also, es könnte vielleicht jetzt ein bisschen schneller gehen, je nachdem, wie ich mich anstelle. Mal schauen. Da hinten haben wir doch schon mal eine Kiste, die wir damals noch nicht machen konnten. Aber erstmal kümmere ich mich um die Säcke hier. So, einer. Zwei. Mist! Drei. Ich stehle nie. So, und du. Nochmal wie viel? Was ist denn jetzt los? Bin ich zu fame oder was? So. Einmal bitte Rex Fury. Ziehe die Kiste. So, eine von drei. Gut. Was fehlt uns denn hier? Uns fehlen zwei Kostüme? Ein Auto. Ein roter Stein. Alter, uns fehlt doch noch verdammt viel. Holy shit. Ich meine, das hier konnten wir ja alles schon machen. Konnten ja hier konnten wir ja bereits alles außer Rex Fury machen. Das heißt, ich muss hier eigentlich gar nicht so viel tun. Ich weiß, uns haben hier auf jeden Fall noch die Zoom-Töpfe gefehlt. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Da habe ich ja irgendwie irgendwas verpeilt. Total. Das ist mir wahnsinnig leid. Ah ja, ich habe ja Schnellbau aktiviert. Jetzt seht ihr mal, wie schnell ich jetzt aufbaue. Das, hier mal alles. So, ich weiß, dass unten bei dem Napoleon-Typen, da waren noch zwei Kisten. Da war auch noch ein Kostüm, das weiß ich auch noch. Guck mal, jetzt mal hier durch. Machen wir am besten mal alles kaputt. Weil ich meine, wo wir die zwei Markenzeichen-Dinger herbekommen, ist klar. Die sind mir durchaus bewusst. Nur das Auto und die Kostüme, die sind mir gerade... total dann irgendwie Brain weg. Glaube ich. Gut. Ich denke mal, wir können weitergehen. Hier nochmal ein bisschen. Das kommt aber auch absolut gar nicht. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Gut. Bam, Schnellbau aktiviert. Und los. Eieiei. Volle Kanne erwischt. Aber egal. Ich hoffe, da sind nicht wieder riesige Ventilatorflügel. Wow, war das knapp. Oh, toll. Keine Ventilatorflügel. Kann man eigentlich von dem Laser erwischt werden? Ich glaube nicht, oder? Da geht das. Gefolgt von rotierenden Energiestrahlen. Keine Ahnung. Ich wette, aber ist mir auch egal. Denn ich wurde nicht erwischt. So, easy. Das heißt, jetzt kommt hier der Napoleon-Typ. Ein U-Boot. Damit schaffen sie wohl das meiste Material heran. Ja, ist ja gut, Leute. Hoch. Hallo? Nein, du bist nicht Rex Fury. Du bist Rex Fury. Das müsste Nummer 2 sein.
Easy. Hier haben wir Nummer 3. So, das Mag-Ding haben wir schon mal. Und dann kriegen wir jetzt hier, glaube ich, noch ein Kostüm. Dann fehlt uns nur noch ein Kostüm, ein Auto, ein roter Stein. Wo der rote Stein ist, weiß ich auch. Tatsächlich. Oh, den Professor! Ein Professor? Ich bin Professor. Henrik heißt er. So. Ja, ja, komm. Zack, auf den Fuß geräten, tschüss. Gut, dann war hier, glaube ich, auch soweit gar nichts mehr. Wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, hier sind wir auch schon mal. Sollst das kaputt machen? Hm. Verpassen Zack. Wir dem Teil ein Upgrade. Aber nichts drin. Ich glaube, ich musste da hinten das Ding aktivieren, ne? Die Kiste hier. Genau. So, da hätten wir ein Dynamite. Dynamite. So, einmal hier hin. Dann gibt es den Tod. Und was zum Aufbauen. So, und dann aktivieren wir da Dinge. Nehmen uns wieder das U-Boot, nehmen uns eine Rakete. Vom Rummel ist. Was ist hier los? Naja, halt die Schnauzen. Dass man das nicht skippen kann, das tut mir leid. Und unser U-Boot. Wir haben übrigens auch unendlich Dynamit. Aber ich glaube, unendlich Dynamit geht in Story-Missionen gar nicht. Warum auch immer. Weil ich meine, die super Farbwaffe geht ja auch. Finde ich ein bisschen komisch, aber... Was denn die meinen? Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Klopf, klopf. Und kaputt gemacht. Wer ist da? So, jetzt Feuer löschen und weiter. So, da hinter dem Laser war der rote Stein. Das weiß ich auch noch. So, die Frage ist jetzt. Aufgepasst! Wo sind die Blumentöpfe? Weil die Blumentöpfe, da habe ich irgendwas total verpasst. Im letzten Part. Also, als wir die Mission beim letzten Mal gemacht haben. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwann habe ich es super verpasst. Okay. So. Ich denke mal, damit geht der Laser gleich weg. Oder wir kommen irgendwas, um den Laser wegzumachen. Ja, nein. Schade. Oder ein Hebel. Roter Stein! So. Ein Abzeichen, ein Auto, ein Kostüm. So, wie gesagt, das Abzeichen bekommen wir durch. Na, ihr wisst schon. Durch die Blumen. Die ich, wie gesagt, schon bereits im letzten Part übersehen habe. Oder beim letzten Mal, nicht im letzten Part. Dann im letzten Part. Da war Müll. Jo, Rex? Rex, kannst du keine Leiter hochklettern oder was? Ja, Rex, warte nochmal. Okay.
das kennen wir doch alles. Ist alles gut. So. Da ist auf jeden Fall eine Blume drin. Ist die Blume, die ich schon vergessen habe im letzten Part? Die kann ich mich gerade nicht erinnern. Kann sein. Mal gucken. Ich werde ja sehen, bei wie viel ich dann später rauskomme. So, dahinter war noch eine Blume. Die interessiert mich leider nicht. Ich weiß, dass hier noch eine Blume war. Jetzt müsste, glaube ich, tatsächlich die Blume gewesen sein, die ich schon verpasst habe beim letzten Mal. Ist ja gar nicht mal so schlecht. So, was geht bei euch? Nicht runterfallen. Das ist eine Farbe. Und BAM! So, ich kann es jetzt mal ausprobieren. Nein, die Mission geht es tatsächlich nicht. Wie gesagt, keine Ahnung warum. Weil wie gesagt, die Super Farbwaffe funktioniert ja auch. Ergibt für mich eigentlich nicht allzu viel Sinn, aber ich möchte es mal nicht hinterfragen. So. Einmal Dynamite. Boah, ich brauche immer so lange, um die Charaktere zu finden, weißt du? Das ist ätzend. Bad Wings. So, dann bitte einmal. Ein bisschen Abstand. Aber das ist Abstand. Ja, das hat auf jeden Fall gereicht mit dem Abstand. Dass die aber auch nicht abspringen oder sowas. Ich meine, die haben doch Jetpacks auf dem Rücken gehabt, oder nicht? Das ist alles nur mit einem Bündel Dynamit. Cool. So. Dann hätten wir hier eine Blume. Gehen wir direkt schon mal rüber. Ja. Man, ich weiß, dass ich da lang muss. Hat der einfach den Hebel weggeworfen. Mann, Chasey! Und da stehen ja noch Typen. Naja. So, tschüss! Dann einmal darüber. Dann einmal darüber. So. Moin, Kollegen. So, tschüss, Kollegen. So. Ich weiß, da drin war auf jeden Fall noch eine Blume. Oh, ja. Ich beide machen wechseln, ne? So, gut. Und jetzt müsste es oben noch eine Blume geben, meiner Meinung nach. Hoffe ich mal. Wenn es da oben jetzt keine gibt, muss ich nochmal zurück. Hier gibt es keine, okay. Wofür ist der Teleporter hier? Ich meine, wir sind ja nicht vom Teleporter gekommen, oder? Doch, sind wir? Mir fehlt eine Blume. Frage ist wo? Hä? Oh! Ohne Witz, den hätte ich nicht gesehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, den hätte ich verpasst.
Ich komm ja trotzdem nochmal zurück. Ich kann ja da oben. Hab ich ganz vergessen, dass ich da oben das erleben kann. Aua! Sackgesicht. Aber gut, dass ich den U-Boot-Kapitän noch gefunden habe. Leck mich am Arsch. Aber eine Frage habe ich. Warum jetzt hier was zum Festhalten? Einfach nur zum Spaß? So, tschüss. Tschüss. Kann den Hebel schon mal aktivieren. Mein Fuß ist ein wenig eingeschlafen, aber ist nicht schlimm. Weil da ist nämlich keine Blume mehr. Soweit ich das sehen kann. Und deshalb gehen wir nochmal zurück. Tut mir natürlich jetzt leid. Aber geht halt nicht anders. Die Frage ist, wo habe ich jetzt noch eine Blume gesehen? Nach oben eine? Wow. Habe ich hier eine übersehen? Am Anfang direkt? Kann ich das Auto kaputt machen? Hier ist keine. Hier war nur ein Dings. Aber die haben wir ja. Boah, Chasey. Boah. Ich will hier nämlich nicht nochmal rein. Ich meine, es ist ja klar, dass ich hier nicht nochmal rein will. Hier irgendwie. Aber hier ist ja auch keine Blume. Hier oben. Auch so ein Schrank zum Öffnen. Wow. Egal, da wird schon nichts gewesen sein. Bin ich gerade wirklich blind? Fehlt eine verkackte Blume. Erinnert mich gerade ein bisschen an Yoshi's Island. Oh.